So. Draußen oder drin ausziehen? Bitte draußen ausziehen. Okay, keine Sorge, die Schuhe werden hier nicht geklaut. Digga, das ist eine, schon ganz andere Sachen erlebt. Ja, aber das ist hier eine reine Gegend. Ey, hier wurde zwar schon ein Keller eingebrochen und in alle drei Wohnungen über mir, aber die Schuhe werden nicht geklaut. So, der Reise lässt sich auch mal wieder blicken. Der neue Merch wird kommen. Ja. Ja. Der echte. Moin. Moin. Ist mir die Hand. Moin. Servus. Moin. Ja, schon weg. Ich weiß nicht, ich hab's seitdem du die Kampfansage gegen Gungson gemacht hast, habe ich ein bisschen Angst vor dir. Also. Warum? Naja, ich weiß auch nicht. Na nee, aber ich weiß auch nicht. Du wirkst für mich dann wie so ein aggressiver Pöbler. Ja, nur weil Rako jetzt hier ist. Ja. Ja, ich warte. Das ist mein Kissen, das habe ich extra mitgebracht. Oh, das ist gut. Wir müssen einige. Hier ist mein zweites Gesicht. Oh. Damit die Leute mich auch erkennen, falls sie mich nicht erkennen ohne Maske. Oh je. Yeah. Ich habe dir was mitgebracht. Oh je. Nee, warte okay, mal, ja, ich bin ja erstmal hier. Ja, okay. Ich habe unwesentlich viele CDs mitgebracht als Gastgeschenk. Ich habe ja gar keinen CD-Player. Das ist mir scheißegal, mach mal, was du willst. Kannst koksen fahren, wenn du möchtest. Okay, dankeschön. Junge, Junge. Und hier. Ah, guck mal. Krass. Das ist Eistee. Ach, guck mal hier, Schelmer. Ich trinke nur Energy. So, wunderschönes Textil. Ja, vielen Dank. Für dich. Das kannst du in Reise geben für den ganzen Einsatz. Den ach so. Ach, Junge. Okay. Unwesentlich viele Textilien hier. Noch ein bisschen. Ja. Noch ein bisschen was. Au. Ja, ich habe ja noch ein bisschen was. Okay. Räum das mal hier ins Zimmer. Und hier haben wir noch ein bisschen Junge. Was. Okay. Und hier haben wir noch ein bisschen was. Ah, okay, deine, danke. So könnte ich deine Hotelgäste immer frisch einkleiden, wenn sie mal wieder stinken sein sollten. Ne, das musst du den Max sagen. Ach, warte mal, ich habe hier noch zwei CDs. Okay. Noch eine Koksunterlagen. Oh ja. Das war's. Jetzt habe ich endlich wieder Platz in meinem Rucksack. Weißt du, wie abtönend das war, damit rumzurennen? Ja, das glaube ich, ja. Aber ich kann euch ein bisschen was Gute tun dafür, dass ich hier eingeladen werde. Im Gegenzug schenke ich dir diesen Arm. Boah, geil, ich wollte schon noch mal eine Gummifaust haben, Alter. Richtig gut, Alter. So, also wir philosophieren gerade über den Stummel und also diese Frage, die würde ich gerne an das Internet weiterleiten. Ich habe ihn gerade gefragt, ob er schon mal eine Olle gehabt hat, wo er was so den Arm so reingeschoben hat. Also, Schatz, setz dich, wenn du möchtest. Nein, habe ich noch nicht. Hast du es vorzutun? Ich leg Fufi mit in die Kasse. Ja, dann ja. Bevor es dann aufs Stadtfest geht, tue ich den Rago einen Gefallen und bring meine Spülmaschine zum Laufen. Ja, das muss sein, Alter. Das war gerade das Erste, woran ich gedacht habe. Alter, da läuft die Spülmaschine, ich wollte sie aufmachen und sie ist nicht gelaufen. Mein Herz ist gebrochen. Zufrieden? Ja, so viel zum Thema Realness, Alter. So, für Alter. Das Stadtfest wird sich vorbereitet. Digga, das Ding sieht aus wie meine Ex-Freundin. Ach Junge, was ist denn hier los? Der gesamte Käse ist ja völlig zerlaufen. Also. In Berlin wäre mir das nicht passiert. Nee. Nee, Alter. Ich mach das Licht weg. Ja. Wirklich, Alter. Junge. Ja, wie soll ich, also sieht ein bisschen aus wie Koma Carsten sein Maul. Du Penner. Ja, bitte? Also wenn der Max dann kommt, also wir haben uns schon vereinbart, dass der Max sich abfüllt. Er hat aber gesagt, er verträgt nicht mehr ganz so viel wie früher. Deswegen wird er wahrscheinlich, also es wird ein Kampf für euch später heute Abend. Ich habe den schon gefragt, ob er heute ausgibt. Er meinte nein. Nee, wenn du das mir versichern kannst, das dann okay. Das hat nicht mit Ausgeben zu tun, es hat mit Zwangsbesäufnis zu tun. Ach, na dann. Na ja, gut. Ja, genau. Aber ich bin dabei, auf jeden Fall. So, der Kago besucht auch das Stadtfest. Ja. Die Leute kommen wirklich von überall her gepilgert, ja, um das Dresdner Stadtfest zu besuchen. Naja, soweit eigentlich nur ich, aber ich habe einfach eine übelste Macke. Elias? Psychischer Druck. Junge, schrei da mal nicht schon wieder so rum. Was ist denn los? So, Kago, wie gefällt dir der schöne Ausflug mit dem Inkognito auf dem Riesenrad? Ich hasse dich schon jetzt schon wieder, weil ich mich selbst bei diesem Babyrad einscheiße. Die
Knorr Tom. Kannst du mal bitte den Krako freundlich umarmen oder begrüßen? Komm mal her, Krako, wir umarmen uns mal. Krako, was hat denn der My Blue Manager Böses mit dir angestellt? Der Arschficker hat mir das Ding übergeschüttet. War das gefüllt mit Bier? Ja. Und das hat er dir über den Latz gekippt? Ja. Junge, der echte Krako. Sag mal bitte den zweiten Krako, hallo. Ja. Hallo. Das ist der echte übrigens. Juh, ich dachte gerade, Knurr Tom steht neben mir wegen dem Outfit. Hey. Servus. Ich war schon mal in einem Vlog von dir zu sehen. Das ist richtig. Na, hast du den Vlog noch? Welch, nee. Fehlt mir der Maus. Ja. Eine schwarze Perle hier. Alter. Junge. Oh, Junge, vielen Dank. Schön ins Gesicht. Wie bitte? Immer ins Gesicht, immer mit Blitzlicht, bitte. Ja, wunderschön, das gefällt mir sehr gut. Herr Schender, ich liebe dich so sehr. Na Junge, nee, das... Das nimmst du jetzt an, okay? Was soll ich mit dem Geld machen? Na, nie in die Spielo gehen. Die Spielo ist nicht gut. Kauf dir bitte, oder kauf Hector Panzer mehr Baguettes und mehr... Und mehr Hähnchenschinkel, mehr Chicken Wings, bitte. Ich hoffe, es kommt immer mehr Rumgammeln mit Hector Panzer, bitte. Junge. Reflektor Kanzler. Ein Zuwachs der Sektion Mast ist soeben eingetroffen und ist bereit, etwas zu äußern. Ja, der Suff muss laufen. Wir kommen aus Halle, nur nach Dresden, wegen den komischen Leuten hier, aber das ist Leben. Das ist Leben einfach. Das ist einfach nur geisteskrank, was hier geschieht. Leo! Das ist etwa. Der zweite Tag im... 50-50! Der 50-50. Der zweite Tag und er ist immer noch wach. Das muss man noch dazu sagen. Jetzt ballert schon wieder. So, der Flötenmann ist heute der Erste, der völlig rotztüten zu ist. Grüßt euch. Ja. Flötenmann, warst du noch die Paprika her? Gib sie mal bitte dem Mann hinter dir. Genau diesen. Wieder dabei. Jawohl, immer. Wie bitte? Ah, ja, Papa! Ich hab meine eigene Tochter geleckt! So, da sind wir jetzt bei 22,50 Euro. Am Nacken des Bayern! Jawohl! Anstoßen! Meier, Papa, wie viele Münzen hast du noch? Wie genug? Aber mehr kann ich nicht kaufen, kann mir den Club ein Sinti leisten. Die Frikadellen hier ist wirklich sehr mager. Die sind ungewürzt und das Fleisch schmeckt, das hätte ich den Tag schon vorher schon, welche 12 Stunden vorher schon in der Sonne gelegen. Oh, ja, ich riech's bis hier. So, das hat der Max gewonnen. So, wenn ich mich verletze, dann sage ich allerletzte.
Hey, Oma, ich guck nur, dass ihr drüben auch die Gäste hier. Lass uns mal tanzen, los geht's. Hey, Freunde, super, ja, los geht's, schauen wir mal rein. Jetzt gehen wir nachts, los, Abschuss. Hey, super, Freunde, alle mal die Hände hoch. Hoch, hey, der Wochenende, los geht's hier. Nimmt gerade gewaltige Maße an. Das Talschwein liegt. Frag mich, wie es mir geht. Also die neue Folge von Karin Ritter, die wird in 2 bis 3 Tagen, glaube ich, kommen. Stern TV und so, 22.15 Uhr RTL. Mir geht's übrigens blendend. Ja. Unerschieden 1. Was war denn das? Ja, Brühe. Oh, hey, wo ist das Loch? Hinter mir der Scheiß. Kalk! Und er steht in 1. Der Osten lebt. Komm, jetzt extra mal die Kacke, du miese Stück Mast. Junge, was mir nicht sauer. Aber so ist wieder werden. Wunderschön. Was? Das ist wunderschön. Hey, ich will es einfach mal werfen. Genau auf Dr. Thomas Michel. Junge, sag mal, du hast so ein richtiges Luder am Dampf. Der Mann hat den Erpel-Mürtchen, komm mal, Kasten, an, guck mal, das ist der erste Mann mit dem Mürtchen, ich kenne. Oh, Junge, die Titte ist so massiv. Ich muss ja mal im Idol gerecht werden. Wir brauchen einen Jägermeister! Jägermeister! Gamel? Gamel! Ja? Naja, wie findest du das Stadtfest bis... Es ist sehr entspannt, aber es wird irgendwie immer weniger. Ja. Und kauft mehr Merch. Aber die Frage ist eigentlich nie, wie das Stadtfest ist. Ja, ja, ja. Ja, was denn? Oh, Junge. Das waren schöne Titten. Du wolltest nur den Satz zu Ende bringen. Naja, die Frage ist nie, wie das Stadtfest ist, sondern die wahre, richtige Frage ist, wie stark ist dieses Licht? So, Kerstin Ott legt gerade auf. Halt mich zurück! Halt mich zurück! Alter, ist raus! Jawohl, auf das Knorr, Tom. Die Schwester raus! Ja, ja, ho! Der Yeti fickt Kinder! Ja, oh, du Sau! Das kannst du nicht verschütten, das sei ich in die Leere, du Ratte! Jetzt trink, du Rattenschwein! Oh. Und wie hat's geschmeckt? Und wie hat's geschmeckt? Sehr schön. Wie bitte? Hey, Frau Techno! Oh, hey, Marian! Grüß dich! Was ist denn da für ein Alkohol drin? Jägermeister. Du kleine Schweinebacke, du! Na los jetzt! Hau ab, Alter! Wird's bald! Ich geh dem heute richtig auf die Eier! Sind wir jetzt bei YouTube? Ja. Oh, okay. Das ist sehr schön. Oh ja. Yeah. Das ist wirklich. Aber nimm mal das Geschenk raus. Ja, genau. Ein Geschenk? Feinstes Kleingeld. Oh, Junge! Alter! Junge!
Junge, was ist denn das für eine Dose? Ein Relikt der Inka! Das sieht aus wie meine Brotbüchse. Junge, Junge! WK1! Jetzt kannst du dir den Eintritt für Sektor leisten. So, der Inkognito lässt seine Mast natürlich nicht am Stich zum Stadtfest. Das hast du dir jetzt gegönnt. 100 Gramm gebratene Mandeln. Schwarz, danke für den Mandel. Aua, aua! Angekommen, mitten in der Nacht, das Stadtfest ist vorüber, wir haben es 5.36 Uhr. Ja, da hält sich auf jeden Fall noch hier. Guck mal, Kaspar wird auf jeden Fall jetzt noch richtig geschändet, Alter. Was ist los? Immer schüttelst du mit dem Kopf, wenn ich mit der Kamera näher komme. Liegt das an dem Blitzlicht oder an meiner Persönlichkeit? Ja, an dem Blitzlicht. Anstatt hat dir immer irgendwas Schönes erzählt. Ja, Junge, ich bin offen für alles. Alter, das ist einfach nur eine unfassbare Erscheinung. Junge, Junge. Da zieh mich ja schon wieder an, Alter. Käfer, komm noch mal kurz mit in die Küche, bitte. Du machst mich fertig, überhaupt was? Du machst mich fertig mit der Welt. Na komm. Mach mich fertig. Was hast du denn Schönes? Ich will einfach nur, dass du den Leuten mal zeigst, mit was der Kühlschrank hauptsächlich gefüllt ist. Und zwar ist es wichtig, dass der Körper mit gesunden Lebensmitteln bestückt wird. Dementgehend. Jetzt mach doch mal einen Energy-Drink auf und ex den oder irgendein Bier. Oder du nimmst dir eine Gurke. Ja, die würde ich gerne essen. Ich möchte nicht wissen, ach, das ist ja gar noch zu. Nee, ist nie zu. Können wir die noch essen?